Wir schauen auf neue Entwicklungen im Fall Maddie McCann. Und diesmal sind die Eltern involviert. Die verlieren nämlich eine Verleumdungsklage gegen den portugiesischen Chefermittler vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir noch einmal auf den wahrscheinlich größten Entführungsfall der Geschichte blicken. Praia da Luz an der portugiesischen Algarve. Hier verschwindet 2007 die damals dreijährige Maddie McCann. Der Fall Maddie McCann ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der größte Entführungsfall der Welt. Bis heute ermitteln portugiesische Polizisten, Scotland Yard und das Bundeskriminalamt. Bildreporter Kai Feldhaus auf Spurensuche in Portugal. An dem Ort, wo Maddie verschwand. Am Abend des 3. Mai 2007 sitzen Madeleines Eltern hier in dieser Tapas-Bar auf der anderen Seite des Pools beim Abendessen. Das Apartment war von der Tapas-Bar aus zu sehen. Man konnte die Terrasse sehen, den Eingang. Es ist der vorletzte Abend ihres Urlaubs hier in Praia da Luz in Portugal. Die McCanns sitzen zusammen mit drei befreundeten Familien. Die Erwachsenen wechseln sich alle halbe Stunde ab, um nach den schlafenden Kindern zu sehen. Gegen 22 Uhr ist Madeleines Mutter Kate an der Reihe. Sie verlässt also die Tapas-Bar, läuft am Pool entlang, um zu Apartment 5A des Ocean Club zu gelangen, das hier im Erdgeschoss dieses Gebäudes liegt. Um zu ihrem Apartment zu kommen, muss Kate McCann durch die Rezeption und über diese kleine Straße laufen. Als Kate McCann um 22 Uhr das Zimmer ihrer Tochter betritt, stellt sie zunächst fest, dass ihr ein Windzug entgegenhaucht und bemerkt dann, dass Madeleine nicht mehr in ihrem Bett liegt. Dieses Fenster, das jetzt 10 Jahre später vergittert ist, steht weit offen. Kurz darauf ist sie schreiend wieder rausgelaufen und hat gerufen, they have taken her, they have taken her. Madeleine ist weg, sie ist verschwunden, jemand hat sie mitgenommen. Die portugiesische Polizei sucht im Ferienapartment nach Spuren. Unter der Leitung des damaligen Chefermittlers Gonçalo Amaral. Als ich zum ersten Mal an dem Apartment in Praia da Luz vorgefahren bin, saß dort nur ein Journalist mit einem Laptop im Auto. Kurz danach war niemand mehr da. Und nur Stunden später war es, als ginge die Welt unter. Ein unglaublicher Zirkus wurde aufgefahren. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeiten mehr, ungestört und sorgfältig zu arbeiten. Warum all das? Es gibt mehrere Faktoren, aber der wichtigste ist sicher der Wunsch der Eltern, alles zu tun, um ihr Image sauber zu halten. Die Eltern Gary und Kate McCann, Ärzte aus dem britischen Rothley, werden mit Vorwürfen konfrontiert. Diese Tapas-Bar liegt auf dem Gelände des Ocean Club. Sie ist Teil der Anlage. Von der Tapas-Bar aus, das kann man im Video ja erkennen, können Sie auf die Terrasse Ihres Apartments schauen. Jetzt, 10, 15 Jahre später, nachdem so etwas passiert ist, kann man sagen, wie kann man denn und die Kinder da schlafen lassen und alleine und so. Ich halte das gar nicht für so wahnsinnig abwegig. Die Eltern waren keine 50 Meter Luftlinie entfernt. Sie haben regelmäßig nachgeschaut. Jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass sowas hier passieren kann, dann ist es einfach, ihnen da Vorwürfe zu machen. In der Ferienwohnung finden die Ermittler weder Einbruchspuren noch Fingerabdrücke einer fremden Person. Es ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachtes des Mordes. Als Maddie McCann verschwindet, ist Christian Brückner wegen mehrerer Sexualdelikte vorbestraft. 2007 lebt er in Portugal, nur wenige Kilometer von der Ferienanlage der McCanns entfernt. Fest steht, Christian Brückners Handynummer war zur Tatzeit in eine Funkzelle nahe des Ferienapartments eingewählt. Sein Wohnhaus 2,5 Kilometer vom Ocean Club entfernt. Und er teilte Gewaltfantasien in einem Chat. Aktuell ist Christian Brückner in Haft, wegen Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2005. Die Ermittlungen im Fall Maddie McCann dauern an. Und derjenige, der den vermissten Fall am besten kennt, unser Bild-Chefreporter Kai Feldhaus, jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Kai. Hallo. Der Fall Maddie McCann, in all den Jahren noch immer wieder, dass sich die Eltern und die portugiesischen Chefermittler gegenseitig beschuldigen. Was ist das Besondere an dem Verhältnis dieser beiden Parteien? Die Portugiesen, allen voran Gonçalo Amaral, der damals ja der leitende Ermittler war, haben sehr früh damit begonnen, die Eltern zu verdächtigen. Das mag kriminalistisch sauber sein, wenn man sagt, wenn sowas passiert, dann sind die nächsten Verwandten sehr, sehr häufig beteiligt. In diesem Falle wirkt es aber in der Rückschau ein bisschen wie, wir brauchen jetzt mal einen Verdächtigen. Weil
das ist ja kein Geheimnis, am Tatort in der Nacht des Verschwindens so sehr geschlampt wurde, dass dort kaum brauchbares Spurenmaterial sichergestellt wurde. Das führte dann dazu, dass die Eltern innerhalb von relativ kurzer Zeit, einige Wochen nach dem Verschwinden von Madeleine, in den offiziellen Status von Verdächtigen erhoben wurden. Und diese Verdächtigung, diese Ermittlungen wurden aber dann im Juli darauf eingestellt. Das heißt, seitdem ist jeder Zweifel gegen die Eltern polizeilich vorbei. Das hat aber den Ermittler Gonzalo Amaral nicht daran gehindert, ein Buch zu schreiben, ein Jahr darauf, in dem er die Eltern immer noch als die Haupttatverdächtigen bezeichnet und seine Theorie quasi auf 250 Seiten untermauert. Das ist also der Vorgang jetzt gerade ganz aktuell. Du hast den Chefermittler, der mittlerweile diesen Job nicht mehr hat, auch persönlich kennengelernt. Lass uns einmal gemeinsam einen Einblick bekommen, wie in diesem Fall ermittelt wird und welche Rolle er darin spielt. Ich habe bis heute keine Zweifel, dass eine Entführung dort nur simuliert wurde. Es gibt mehrere Anzeichen dafür. Ein Fenster, von dem niemand sicher sagen konnte, ob es offen oder geschlossen war. Trotzdem hat man uns erzählt, dass der angebliche Entführer dort hinein und wieder hinausgeklettert ist. Es gab Fingerabdrücke der Mutter des Kindes, die zeigen, dass sie das Fenster geöffnet hat. Es waren die einzigen, die gefunden wurden. Es gab keine Anzeichen dafür, dass die Jalousie von außen aufgeschoben wurde. Und auch sonst keine für einen Einbruch. Es wurde eine Entführung behauptet, die nicht stattgefunden hat. Wenn der deutsche Staatsanwalt die portugiesischen Akten noch nicht gelesen hat, was er bestimmt nicht hat, es sind tausende von Seiten, dann sollte er es tun und gut aufpassen. Es gab in der portugiesischen Untersuchung nichts, das auf eine Entführung hindeutete. Ich hatte sehr bald das Gefühl, dass mit den Eltern etwas nicht stimmt. Nach nationalen und internationalen Maßstäben sind die Hauptverdächtigen im Fall des Verschwindens eines Kleinkindes diejenigen, die für seine Betreuung und Sicherheit verantwortlich sind. In diesem Fall die Eltern. Es ist normal, dass sie von Anfang an verdächtig sind. Hier aber war es nicht der Fall. Ja, und dieses Buch wollten die Eltern gerne verhindern, die Eltern von Madeleine McCann. Kai, um was geht's in diesem Buch? Was steht darin? Was sind die Inhalte, die diese Eltern besonders stört, besonders angreift? Gonzalo Amaral hat nicht nur die Ermittlungen, den Vorsitz bei den Ermittlungen verloren, sondern seinen gesamten Job. Der ist nach 27 Jahren in der Polizei aus dem Polizeidienst entfernt worden. Eben wegen dieser Vorwürfe. Und er hat dieses Buch dann geschrieben, wahrscheinlich auf der einen Seite, um seinen Lebensunterhalt weiter zu bestreiten, aber auch, um seine Theorie weiter verbreiten zu können. Und seine Theorie ist eben die, dass nicht ein Einbrecher, ein Entführer von außerhalb in das Apartment eingedrungen ist, sondern die Eltern selbst, möglicherweise unfallhaft, den Tod ihres Kindes verschuldet haben und das Kind dann haben verschwinden lassen. Man muss einmal explizit sagen, es gibt dafür keine Beweise. Aber diese Theorie hat er sehr früh, 2008, zu Papier gebracht. Und jetzt, 14 Jahre später und drei Instanzen später, ist gerichtsfest beschlossen worden, dass er das weiter behaupten darf. Was bedeutet das für die Eltern, dass diese Verleumdungsklage jetzt gescheitert ist und dass der ehemalige Chefermittler seine Thesen eben weiter behaupten kann und das Buch weiter verbreitet werden kann? Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung. Man muss sich jetzt vorstellen, Kate und Jerry McCann haben ein Kind verloren vor 14 Jahren. Unter rätselhaften Umständen. Wir wissen bis heute nicht, was mit dem Kind passiert ist. Und jetzt gibt es jemanden, der weiterhin öffentlich behaupten darf und auch Geld damit machen darf, zu behaupten, dass die Eltern selbst daran schuld sind. Er ist jetzt so ein bisschen vorsichtiger geworden in seiner Formulierung, als wir ihn getroffen haben in Lissabon vor gut einem Jahr. Da sagt er halt, dass die Schuld am Verschwinden des Kindes tragen die Menschen, die nicht auf das Kind aufgepasst haben. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr ganz so explizit, aber da war der Fall ja auch noch im Schwange, da ging es ja immer noch um Verleumdung und Schadenersatz und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass er damit jetzt nochmal zum Markte geht, weil das Thema ist ja immer noch nach wie vor in aller Munde. Und er ist einer der letzten Vertreter, der sagt, ihr habt da den Falschen am Wickel, den Verdächtigen Christian Brückner, ihr müsst auf die Eltern schauen. Kommt denn überhaupt jetzt ein bisschen Bewegung in den Fall? Kommt da Aufklärung rein? Christian Brückner sitzt weiterhin im Gefängnis. Wie geht's da weiter? Im Fall Maddie, das muss man so klar sagen, ist keine Bewegung. Die Ermittlungen stagnieren insofern, als dass den Anklägern in Braunschweig der finale Beweis fehlt, den sie brauchen, um Christian Brückner für die Entführung und die Ermordung von Maddie McCann anzuklagen. Es kommt aber in andere Fälle Bewegung. Es sind ja quasi als Beifang in den Ermittlungen den
den ermittelnden Beamten beim BKA und bei der Staatsanwaltschaft Hinweise ins Netz gegangen, die möglicherweise andere Straftaten Christian Brückner zur Last legen. Und es ist damit zu rechnen, schon seit geraumer Zeit, aber jetzt ist es, glaube ich, wirklich unmittelbar, steht es unmittelbar bevor, dass da Anklage erhoben wird. Es geht um eine weitere Vergewaltigung in Praia da Luz, wo Maddie verschwunden ist. Es geht um zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern. Und da hört man, dass die Ermittlungen so weit sind, dass man möglicherweise zeitnah mit einer Anklage rechnen kann. Und dann könnten vielleicht auch weitere Details ans Licht kommen im Fall Madeleine McCann. Dieser Fall, der noch so viele offene Fragen hat und uns immer noch nach all den Jahren tief bewegt. Kai Feldhaus, danke für deinen Besuch hier im Studio.